liebe Jollies, wir sind am Start des nächsten Rennens hier oben bei Marius, das Observatoriumsrennen bei Mario. Los geht's, kleine Maus. Hier eng rum, aber nicht rein in die Kuhle, weil wenn das Pferd hängen bleibt, dann scheut es und dann habt ihr mordsmäßig Zeit verloren. Hier kurz mal drüber flutschen. Und hier auch. Und hier eng um die Kurve rum. Nicht ganz so eng vielleicht. Und dann könnt ihr hier runter plumpsen, das macht dem Pferd nichts aus. Und hier auch schauen, dass ihr wieder geradeaus reitet und einmal drüber, weil umso weniger ihr in den Kurven lenkt, umso besser ist es, hier kurz rechts vorbei, dann rein, um noch den Pfeil mitzunehmen. Und dann hier auch wieder geradeaus einfach nur drüber springen. Hier eng rum. Und dann müsst ihr zweimal springen. Da müsst ihr ein bisschen schnell reagieren, aber mit der Zeit schafft ihr das schon, das ist kein Problem. Und das gleiche hier. So, und dann müsst ihr nämlich hier drumrum. Das geht nicht anders. Und hier geht ihr dann einfach einmal durch. Und dann geht es wieder nach oben. Den Zaun rechts liegen lassen, nicht springen, da kommt er leicht vorbei. Und ich laufe hier immer links am Zaun vorbei. Und hier dann auch links vorbei. Durch den Baum könnt ihr durch. Durch den Felsen nicht, also da ein bisschen aufpassen. So, und jetzt kommen noch zwei kleine Sprünge. Hier auf der Brücke, da müsst ihr... Das Timing ist da ganz wichtig. Da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr ein gutes Timing habt bei den Sprüngen, sonst bleibt ihr da gerne hängen. Aber das ist auch nichts, was ihr nicht nach zwei, drei Mal schaffen könnt. So, Mario, gib die XP her. Aber flott. 120 XP gibt's. Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal. Da ist nämlich so eine schöne Aussicht ins Tal. So, bis zum nächsten Mal, Jollies. Tschüss.